So, es ist so ziemlich Punkt 10 Uhr und ich darf auch schon mal recht herzlich begrüßen. Es trudeln immer noch nach und nach noch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch mit ein. Nichtsdestotrotz wollen wir pünktlich anfangen. Herzlich willkommen zum EduTalk heute zum Thema digitale Feedback und Beteiligung. Heute mit an Bord ist meine liebe und wertgeschätzte Kollegin, die Annika Gramoll. Annika, hallo, ich grüße dich. Wie geht's dir? Hallo, ja, danke, gut. Ja. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Annika, du bist jugendpolitische Referentin im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung. Und als ich das Thema Jugend oder Beteiligung und Feedback Online-Tools in den Redaktionsplan mit aufgenommen habe, bist du mir dann auch direkt eingefallen, weil du arbeitest auch recht viel damit mit Beteiligung und Feedback. Wieso ist das in deiner Arbeit so wichtig? Naja, ich meine, Beteiligung ist ja immer schön, ne? Also es macht ja immer Spaß, wenn man was mitmachen kann. Deswegen machen wir ja auch heute ein paar Sachen, wo man mal mitmachen kann. Das ist einfach, gerade wenn es, also gerade in so Formaten, in Seminaren, in allem, was man eigentlich macht, in der Jugendarbeit grundsätzlich, aber auch wir, also es ist ja altersunabhängig, wir machen alle gerne mit. Deswegen finde ich Beteiligungstools immer wunderbar wichtig. Vor allen Dingen ermöglichen sie eben auch Leuten Erfahrungen der Selbstwahrnehmung, des Erfolgs irgendwie. Und das ist, also deswegen, das ist super wichtig. Ja, ich meine, wir haben ja schon unseren Edu-Talks schon auf verschiedene Art und Weise auch Beteiligung ja, initiiert und auch gezeigt, wie man mit Tools auch Beteiligung zeigen kann. Und heute soll es nochmal um drei Tools gehen, die wir noch gar nicht so wirklich genannt haben. Und zwar, du hast zwei mitgebracht und ich wollte auch noch mal eins vorstellen. Erstmal nur so ganz kurz zum Überblick. Was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe genau zwei Tools. Das eine nennt sich Onco. Das ist ein Beteiligungs- und ein Evaluationsfeedback-Tool und VoteAR. Da geht es um Augmented Reality und wie uns das helfen kann, wie man Dinge auswerten kann. Genau, und ich habe noch ein Tool mitgebracht, was ich auch sehr gerne nutze, PollUnit, sehr, sehr umfangreiches Tool, was wir uns nachher auch anschauen werden. Ja, ansonsten, wir haben jetzt im Moment etwas über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit hier in dem Webinar. Euch herzlich willkommen. Zudem, das Ganze wird auch auf Facebook gestreamt. Auch dann hier ein freundliches Hallo in die sozialen Netzwerke. Im Zoom-Webinar-Tool merkt ihr ja sicherlich, es gibt da gerade so eine andere Oberfläche als im Meeting. Ich weise gerne einfach nochmal drauf hin. Es gibt unten in der Toolbar, gibt es einen Punkt F und A. Das steht für Fragen und Antworten. Das heißt, wir werden im Prinzip erstmal die Dienste vorstellen. Ihr habt die Möglichkeit, dort Fragen zu stellen, Fragen auch von anderen zu kommentieren, zu voten. Das heißt, die Fragen mit den meisten Votes, die rutschen auch nach oben, die gehen auf gar keinen Fall verloren und nach den einzelnen Diensten werden wir uns dann auch den Fragen widmen. Am Ende werden wir dann auch noch mal ja 15, 20 Minuten alle, die Interesse haben, auch noch mal per Video mit dazu holen, um einfach auch hier ja eine Beteiligung zu schaffen und ein Mitmachen auszuschaffen, damit ihr einfach auch noch mal per Webcam und per Ton mit dabei seid. Einfach auch nochmal eine Möglichkeit, selber Feedback zu geben oder auch mal zu zeigen, womit ihr so arbeitet, was eure Erfahrungen sind. Ja, Annika, VoteAR, was kann ich mir denn da drunter vorstellen? Na, VoteAR ist eine schöne App tatsächlich. Eine App ist auch geeigneter am besten für Live-Veranstaltungen, funktioniert aber auch online. Und zwar arbeitet es mit Augmented Reality. Das habe ich ja gerade eben so ein bisschen angerissen. Vote, also VOT, ist quasi die Abkürzung oder ist ein kurzer Schnitt von Vote, also wählen. Und AR ist die Abkürzung für Augmented Reality. Augmented Reality ist im Prinzip die erweiterte Realität. Also es klingt jetzt sehr
Aufregend kennen tut man das häufig von der App Pokémon Go. Das heißt, Augmented Reality heißt das, wenn ich da mit einer App irgendwo drauf, also ich habe eine App auf meinem Smartphone und halte das wo drauf, dann sehe ich etwas durch die App, was ich natürlich so nicht sehe. Und Vote AR ist eben eine App, die einem ermöglicht, auf einen Blick so bis zu 100 Personen, geht auch mit mehr als 100 Personen, Abstimmungskarten zählen zu lassen und die dann an eine Wand anbeamen zu lassen. Ich kann vielleicht einfach mal ein Bild zeigen, wie das so funktioniert. Das kann man sich immer so ein bisschen schlecht vorstellen. Und zwar die Vorbereitung dafür ist, dass man zunächst eine Stimmkarte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung stellt. Das kann einerseits sein, dass man das wirklich ganz klassisch ausdruckt. Das ist ein doppelseitiges Papier, das zeige ich gleich. Und irgendwie auf den Stuhl legt. Das kann aber auch sein, dass man die Stimmkarte einfach auf sein mobiles Endgerät, sei das ein Tablet, sei das ein Smartphone, lädt. Und dann kann man das auch hochhalten. Ich teile mal eben meinen Bildschirm und zeige mal die. Also zum Verständnis, Annika, das ist Ja. also ein Tool, was ich sag mal, sowohl in einem Online-Format, wo ich alle sehe, einsetzen kann, aber auch in einem analogen So ist es. Format vor Ort. So ist Okay. es. So ist es. Genau, und ich kann damit Abstimmungen tätigen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Abstimmungen sowas wie Ja, Nein, Enthaltung oder noch eine vierte Auswahl zu treffen. Und die benenne ich. Ich zeige mal eben die Stimmkarte, weil ich glaube, dann wird es ein bisschen klarer, Okay. wie es ausschauen kann. So, ich mache jetzt hier mal eben groß. So, Sie sehen jetzt oder ihr seht die Stimmkarte. So sieht die aus. Es ist also doppelseitig. Das heißt, auf der einen Seite sind diese vier bunten Quadrate. Auf der anderen Seite sieht man Ja, Nein, Enthaltung und D. Das heißt, ich kann jetzt eine Frage stellen, beispielsweise, wenn Sie und ihr alle eine Karte in der Hand hättet oder das auf dem Smartphone oder auf dem Tablet hättet und wir uns alle sehen würden, dann könnte ich eine Frage stellen. Sind Sie heute Morgen gut aus dem Bett gekommen? Und dann können Sie sagen, so ja, zum Beispiel. Und dann würden Sie die Karte so halten, dass die bunten Vierecke mich anschauen und Sie die Antwort richtig lesen können. Das heißt, bei Ja würden Sie es genauso halten, wie jetzt die Karte quasi ist. Bei Nein würden Sie das Blatt einmal drehen. Bei Enthaltung nochmal drehen. Und D wäre sowas wie, ach, darüber will ich überhaupt nicht reden oder geht dich gar nichts an. Das nochmal andersrum drehen. Dann würde ich mit einer App, die ich mir vorher auf mein Tablet oder Smartphone geladen habe, die kostenfrei im Play Store erhaltbar ist. Es ist eine App, die ist ausschließlich leider oder leider ist ausschließlich für Android möglich, also das Android-Betriebssystem. Dann würde ich ein Foto machen und es würde bei mir ungefähr so aussehen. Und zwar sieht man hier ganz schön, das ist in einem Hörsaal geprobt worden, da gab es auch eine Frage. Und man sieht am rechten Rand oben A, B, C, D, also das ist quasi die direkte Auswertung. Es ist ein Foto gemacht worden, die App erkennt automatisch, welche Antwort es war. Und das Schöne ist, letztendlich braucht man dafür kein WLAN. Wenn man WLAN hat, hat man allerdings die Möglichkeit, das irgendwie per Beamer auch nochmal an die Wand hinter sich zu beamen, zu werfen. Aber es braucht kein WLAN und ist eine wirklich schöne App, um schnell Rückmeldungen zu kriegen. Okay, also kein WLAN, nicht nur im Sinne von kein Netzwerk, sondern ich brauche wirklich keine Internetverbindung, So ist keine es. LTE-Verbindung oder das ist So ja ist schon mal es. gerade in vielen Regionen und in vielen Räumen ein ganz wichtiger Punkt. Ja, genau. Und es eignet sich gerade für Großgruppen. Also nehmen wir mal an, man hat irgendwelche Vollversammlungen, man hat irgendwelche wirklich größeren Gruppen bis zu 100 Personen, vielleicht auch mal mehr, und hat aber Lust, sie zu beteiligen. Und manchmal ist das ja, überlegt man dann, ha, was kann ich jetzt machen, dass man irgendwo auch eine Stimme ermöglichen kann. Und dazu ist Vote AR wirklich eine schöne Möglichkeit, weil sie es sehr einfach macht. Und es ist auch ein Punkt, das sieht man hier zum Teil auch, man kann, also Fotos machen ist ja auch immer so ein bisschen schwierig unter datenschutzrechtlichen Überlegungen und man kann quasi vorher sagen, bitte halten Sie sich das Blatt vor das Gesicht, sodass wirklich Personen nicht erkannt werden. Okay, jetzt kommt natürlich hier in den Fragen Kommentare. Es hat mir so ein Kommentar. Schade, dass die iPhones draußen sind. Ja, wobei, also mir würde jetzt spontan einfallen,
dazu, weil ich bin ja auch geneigter Apple-User. Ich beende mal kurz deine Freigabe, Annika. Danke. Und zwar, wenn ich irgendwas zwangsläufig mit Android machen möchte, dann nutze ich einen sogenannten Emulator, nämlich BlueStacks. Mhm. Das ist ein kostenloses Programm für Windows, Linux, für Mac OS. Das heißt, das kann ich mir auf den Computer ziehen und habe dann in einer kleinen virtuellen Maschine, habe ich dann ein Android-Betriebssystem, wo ich dann normal über den Google Play Store mir dann im Prinzip auch die App auf den Computer laden könnte. Und in meinem Kopf habe ich jetzt eine Webcam anstatt einer Handycam und filme dann mit der Webcam im Prinzip mit meinem Windows, Linux oder Mac-Computer das Setting ab. Sollte also funktionieren. Super. Der Christian fragt noch, müssen die Stimmkarten ausgedruckt werden oder geht das auch mit Handys oder Tablets? Es geht auch mit Handys oder Tablets. Es gibt mobile Stimmkarten, das ist das Großartige. Das Einzige, was quasi, also was man ausprobieren muss, ist, dass es auch für die Kamera, klar, wenn man das Foto macht, erfassbar ist. Also es muss so einen Winkel haben, dass es eben erfassbar ist. Da muss man, das muss man manchmal ausprobieren, aber das ist möglich, ja. Und eine digitale Stimmkarte geht. Das heißt, man kann auch, wenn wir jetzt in einem Seminarformat wären und wir, ich weiß nicht, ich glaube 25 Bildchen kann man sehen oder 41 Bildchen nebeneinander, könnte man quasi sagen, okay, jeder hat jetzt eine Stimmkarte auf seinem Endgerät, hält die in die Kamera oder macht das als Hintergrund und dann könnte ich es abfotografieren und wir hätten eine Auswertung. Genau, so und da wir ja keine Datenverbindung damit brauchen, würde das ja auch bedeuten, weil jetzt kommt natürlich auch die Frage nach dem Datenschutz, völlig berechtigt, wird ja auch nichts irgendwohin übertragen, oder? So das ist heißt, es. Müsste ja auch datenschutzkonform sein. Das Foto, was man selber macht, wird quasi auf dem Medium oder auf dem Gerät, auf dem man das Foto aufnimmt, darin gespeichert, wird aber nicht in der App gespeichert. Also ist danach, wenn man die App wieder aufruft, nicht wiederholbar quasi, aber auf dem Endgerät, genau. Also es ist datenschutztechnisch sehr sicher und ist auch so gewollt, dass es nicht abrufbar ist. Wunderbar. Also grundsätzlich zum Thema Datenschutz. Alle Apps, die wir heute zeigen, sind auch datenschutzkonform und kommen auch, also werden entweder ohne Internetverbindung auskommen oder kommen auch aus Deutschland direkt. So, jetzt kommt noch ein Kommentar. In Zoom könnte ich das aber nur von maximal 25 Menschen in der Galerieansicht. Nein, man kann auch noch einstellen, dass maximal 49 angezeigt werden, aber das ist natürlich klar auch begrenzt. Man müsste dann auch blättern. Genau. Okay. Genau, Horst hatte hier auch noch drauf geantwortet. Danke, Horst. Und dann noch die letzte Frage von Andreas. Gibt es auch ein Tool wie BlueStacks, das andersrum funktioniert? App für iOS für Android nutzbar machen? Sehr wahrscheinlich nicht. nein, ich glaube nicht. Dafür ist das Apple-System, glaube ich, auch zugeschlossen. In Ordnung. Ihr habt gerne noch die Möglichkeit, wie gesagt, wenn noch Fragen da sind, die einfach in das Frage-und-Antwort-Tool zu schreiben. Wir werden am Ende auch nochmal auf möglichst alle Fragen nochmal eingehen. Aber ich glaube, das Grundprinzip ist klar geworden. Und Annika, auch erstmal vielen Dank für den Einblick. Finde ich wirklich klasse, dass ich sag mal, es auch eine Möglichkeit gibt, fernab einer DSL- oder LTE-Verbindung auch digitales Feedback auch einzuholen. Und ist vielleicht einfach da wirklich total toll, weil es ganz schnell geht. Also man muss sich jetzt nicht, wenn Stimmkarten hochgehalten werden, irgendwie zählen oder einen Überblick schaffen. Das ist wirklich toll. Natürlich ist jetzt, also für eine korrekte Abstimmung ist das Tool nicht, also ist es natürlich nicht gültig oder es muss darüber erstmal abgestimmt werden, ob man dafür das Tool nutzen kann. Aber grundsätzlich ist es schön, um einen Überblick zu haben. Und das uns macht Spaß. Also irgendwie macht es ja auch immer Spaß, was hochzuhalten und dann wird es abfotografiert. Auch wenn es sehr simpel klingt, aber. Ja, aber Beteiligung macht ja immer Spaß, zumal man, ich sag mal, wenn man den Feedback-Monitor, ich sag mal, auch öffentlich sichtbar irgendwo hin streamt oder beamt, sieht man ja auch direkt die Ergebnisse. Das heißt, man hat auch direkt eine Reaktion auf die eigene Handlung. Und das finde ich auch mal ganz wichtig. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Dann würden wir jetzt einfach mal nahtlos übergehen zu dem nächsten Tool, was ich jetzt gerne vorstelle. Etwas, was ich auch sehr gerne und sehr intensiv auch nutze. Und zwar ist das das Tool PolUnit. PolUnit ist ein
Dienst aus München, also kommt auch aus Deutschland, also von daher auch DSGVO-konform. Es gibt unterschiedliche Preisstufen. Es gibt einen kostenlosen Account, Premium-Account, Business-Account und Enterprise. Das sind einfach unterschiedliche Funktionen zu jeweils höheren Preisen. Wobei, wenn man weiter runterscrollt, da hier hat man eine sehr vorzügliche Funktionsübersicht und dann auch mal schaut, wie die jährliche, bei jährlicher Zahlungsweise die Preise aussehen. Also der Business-Tarif, der normalerweise 18 Euro im Monat kostet, kostet 72 für ein gesamtes Jahr. Ist das, ich sag mal, finanziell auch wirklich sehr überschaubar. Aber auch mit der freien Version kommt man sehr, sehr weit. Ich möchte das jetzt einfach auch mal ganz kurz zeigen, demonstrieren, was wir alles oder was man alles mit PolUnit machen kann. Und zwar, ich habe hier auch einen, also wir haben hier einen Business-Account und das heißt, der ist auch werbefrei. Man kann sich auch eigene Themes, das heißt, man kann das optisch auch anpassen. Und wenn ich jetzt eine neue Poll oder etwas Neues erstellen will, habe ich jetzt erstmal verschiedene Möglichkeiten, Abstimmung, freie Tabelle, eine Ideensammlung. Demnächst wird noch die Umfragefunktion kommen und Fotowettbewerb. Fotowettbewerb finde ich zum Beispiel auch mal ganz lustig. Wir haben ja, es gibt vielleicht auch mal so das Setting, ich sag mal, wo man eine Möglichkeit schaffen möchte, Bilder einzusenden, dass die von anderen gevotet werden. Und ich gehe jetzt einfach die Schritte mal durch und zeige, was damit auch möglich ist. Das heißt, ich gebe dann hier mal einen Titel ein. Mit möglichst vielen Rechtschreibfehler drin, wie es sich gehört. Hier kann man dann noch eine Beschreibung eingeben. Unten festlegen, was für eine Stimmenbewertung soll es geben. Also ein Dot-Voting mit Punkten, Sternebewertung, Herzchen, gefällt mir, ja, nein oder ja. Dann, wie viele Sterne kann man pro Bild verteilen? Ist automatisch aus 5 gestellt. Ich tendiere bei diesen ganzen Voting-Geschichten, das ist jetzt eine methodische Sache, immer auf eine gerade Anzahl auszuwählen. Also 2, 4, 6 oder 8. Das hat einfach den Grund, wenn man eine ungerade Anzahl hat und Menschen so ein bisschen gespalten sind, tendenziell immer die Mitte wählen. Das heißt, bei 5 Punkten wird dann sehr häufig der Punkt 3 gewählt, der eigentlich sehr unaussagekräftig ist. Und wenn ich nur 4 Punkte habe, müssen sich die Leute zwischen 2 und 4 entscheiden. Und ich habe dann einfach eine eher Zuordnung zu gut oder nicht so gut. So, Durchschnittsberechnung, was wird mir nachher angezeigt? Die abgestimmten Teilnehmer oder alle Teilnehmer. Ich kann auch noch Untertitel und Links hinzufügen und ich kann das Ganze auch nochmal verschlüsseln. Das heißt, hier einen eigenen ein Passwort angeben, damit die Daten auch nochmal mit einem, ich sag mal, wirklich verschlüsselt auf dem Server dann auch liegen und überhaupt nicht eingesehen werden können. Ich klicke jetzt mal weiter, komme jetzt dahin, dass ich jetzt erstmal ein Bild auch hochladen kann. Dafür wähle ich jetzt gerade mal eins aus meiner Festplatte, was ich am letzten Wochenende auf dem Spaziergang aufgenommen habe. Klicke mal auf Weiter und habe jetzt die Möglichkeit, ein Theme auszuwählen. Hier gibt es öffentliche Themes, also ganz unterschiedliche, um das optisch ein bisschen anzupassen. Ich hatte ja gesagt, wir haben hier auch eigene Farbgebung, eigene Themes mit, ich sag mal, dem Cyan-Farbton und dem grauen Hintergrund. Man kann Logos mit einbinden. Jetzt kommt die erweiterten Funktionen. Das heißt, möchte ich bei den hochgeladenen Fotos Kommentare erlauben? Sollen neue Bilder erlaubt werden? Das heißt, sollen Teilnehmer auch nochmal Fotos hochladen können, ohne sich anzumelden? Abstimmungsverhalten, das heißt, kann jeder abstimmen, muss jeder Namen eingeben, müssen die Abstimmungen auch genehmigt werden von einem Moderator. Eine Mehrfachteilnahme darf man nur vom Computer nur einmal teilnehmen. Die Informationen, also ihr seht, es ist unheimlich umfangreich, was ich jetzt hier alles einstellen kann. Ich kann die Stimmen vergeben, dass eben ich nur als Anbieter dann die Umfrage sehe, Ablaufdatum, Passwortschutz, dass man nach dem Voting direkt auf eine Website weitergeleitet wird als Dankesseite mit weiterführenden Informationen. Impressum kann ich hinzufügen, Teilnahmebedingungen, Datenschutzhinweise. Das lasse ich jetzt mal alles raus. Ich glaube, weiß jeder, was damit gemeint ist. Klicke dann auf Weiter. Jetzt kann ich noch mal ganz spezielle Gruppen an- oder einladen. Das
macht jetzt wenig Sinn, wenn das jetzt eine öffentliche Geschichte ist. Klicke auf Speichern und der Fotowettbewerb bla bla ist fertig. Ich bin jetzt hier in der Administratorenansicht und kann mir jetzt über das Menü Teilen entweder den QR-Code anzeigen lassen über verschiedene Medien, die den Wettbewerb mitteilen und die Abstimmung mitteilen oder den Link kopieren. So, und wenn ich jetzt, ich sag mal, auf diesen Link komme, ich gehe jetzt mal in ein neues Fenster rein. Einen Moment bitte. So, jetzt bin ich in einem Inkognito-Fenster, um das Verhalten eines nicht eingeloggten Users zu simulieren, der dann eben auf die Umfrage geht. Wo ist mein Bild? Ich habe vergessen, hochzuladen wahrscheinlich. Das ist jetzt Foto hinzufügen natürlich. Das ist jetzt der ganz tolle Vorführeffekt. Ah, genau. Ich habe nämlich eine wichtige Sache, habe ich vergessen. Und zwar in den Einstellungen, habe ich jetzt zu schnell rüber geklickt. Ich gehe hier nochmal ganz kurz zurück. Muss ich nämlich noch den Haken setzen, dass ich der Urheber des Fotos bin und über die entsprechenden Rechte auch verfüge. Das war der Haken, den ich gerade vergessen habe. Das heißt, jeder, der Fotos hochlädt, muss auch über die entsprechenden oder muss auch angeben, dass er über die entsprechenden Rechte verfügt und kann dann auch erst natürlich die Fotos hochladen. So, ich habe das jetzt gemacht, diesen Haken gesetzt. Das Bild ist jetzt sichtbar. Es kann auch angeschaut werden. Man kann sich jetzt auch mehrere Fotos in der Slideshow auch anzeigen lassen und dann hier eben über das Sterne-Voting entweder als Gast oder angemeldet abstimmen. Ich habe ja angegeben, dass diejenigen, die abstimmen, einen Namen eingeben sollen. Das können Gäste dann auch unter einem Nicht-Klarnamen machen. Und zudem haben sie hier auch nochmal die Möglichkeit, neben dem Voting auch nochmal ein Freitext-Feedback zu geben. Und wenn jetzt mehrere Leute da ein Foto hochladen, sind die neben deinem jetzigen Bild, was jetzt zu sehen ist, zu sehen? Oder wie sieht es aus, wenn da jetzt viele Fotos hochgeladen sind? Bitte? Wenn da jetzt viele Fotos hochgeladen sind, wie sähe das jetzt für uns aus? Das sehe dann so aus. Einen Moment. Ich hole jetzt gerade einfach mal ein paar Fotos aus meinem Album und lade die jetzt hier mit hoch. Und noch eins. Genau, und das aktualisiert sich dann auch in Echtzeit, ohne dass man den Browser aktualisieren muss. Und die erscheinen dann hier einfach in der Bildergalerie. Jeder, der diesen Freigabelink hat und diesen Link, den kann ich jetzt einfach mal in den Chat auch reinposten, dass den auch jeder sieht. Wenn wir hier den Chat mal suchen. An alle. So, das heißt, ihr könnt jetzt einfach da draufklicken und dann kommt ihr auf diese Fotoseite und könntet jetzt hier diese beiden Bilder im Prinzip voten und Kommentare da auch hinterlassen. So, das ist die Funktion mit den Fotos. Wie gesagt, das ist nur eine Funktion von PolUnit. Das ist sehr, sehr umfangreich. Was ich auch sehr gerne nutze, das ist im Prinzip eine Abstimmung im Sinne einer Webinarauswertung oder auch eine Ideensammlung. Ihr seht zum Beispiel, wir haben jetzt ja bei uns im Webinar dieses Fragen- und Antwort-Tool. Ja, das heißt, dass Fragen dort gestellt werden können, sie können gevotet werden, sie können, ich sage mal, auch kommentiert werden und werden dann auch in der entsprechenden Reihenfolge angezeigt. Wenn man so ein Tool nicht in der eigenen Software hat, kann man das zum Beispiel mit PolUnit auch, ich sage mal, nachstellen. Und zwar mache ich das jetzt einfach mal, Fragen und Antworten. Ich bin jetzt hier auf Ideensammlung gegeben,
klicke dann auf Weiter. Jetzt kommt genau der gleiche Schritt wie vorhin auch mit Theme auswählen. Für jede Antwort, dann kann ich hier reinstellen, Kommentare erlauben, Freigabe und so weiter. Das sind die gleichen Einstellungen wie vorhin auch. Abstimmung, Ablaufdatum, benutzerdefinierte URL kann ich eingeben. Und speichern. So, und jetzt machen wir gleich mal bitte ein Großprojekt. Ich poste hier den Teilnehmerlink mal in den Chat und würde euch jetzt einfach mal bitten, hier drauf zu gehen und im Prinzip das Frage- und Antwort-Tool mal auszuprobieren. Das heißt, anstelle einer Idee dann eine Frage zu posten. Zum Beispiel hier gibt es eine Aufzeichnung. Und dann könnt ihr jetzt einfach mal etwas darin posten und bewerten und auch mal ausprobieren. So, in der Zwischenzeit, während alle ausprobieren. Ach ja, es tut sich was. Vielleicht gebe ich auch einfach mal den Bildschirm frei, dass man mal sieht, was sich da jetzt auch gerade tut. Das ist nämlich auch schön zu sehen. Es kommen jetzt nämlich so nach und nach auch Fragen mit dazu. Hat das Leben einen Sinn? Warum das alles? Das frage ich mich auch. Und kann jetzt auch bewerten. Mir das Ganze auch sortiert anzeigen lassen nach Erstelldatum. Ich hätte hier vorhin anstatt ein Sternewertung auch noch andere Ideen oder Like-Methoden auch noch mal eingeben können. Und die Seite, also für PolUnit selbst gibt es keine App, aber die Seite ist responsiv. Das heißt, wenn ich mir die über ein Smartphone aufbaue oder aufrufe, kann ich im Prinzip über das Smartphone parallel in einer Veranstaltung mir dann hier mit der Sortierung nach Erstelldatum oder Stimmen, das ist natürlich jetzt auch klasse, Service unavailable, entsprechend auch anzeigen lassen. Genau. Habe ich bislang in einigen Webinaren auch probiert, angewandt, gab bislang keine Probleme. Ist natürlich jetzt klasse, dass genau jetzt im Webinar der Fehler 503 kommt. Aber das ist live und das ist eigentlich auch ganz bewusst so eingebaut, um zu zeigen, dass hier nichts inszeniert und vorbereitet wird. Gut, soweit erstmal zu PolUnit. Sehr, sehr umfangreich und ich finde, wie gesagt, in der kostenfreien Version lebt man halt mit einem Werbebanner, aber man hat dann hier einfach einen Dienst, der aus Deutschland kommt, datenschutzkonform ist und unheimlich umfangreich ist. Jetzt würde ich mal nochmal die Fragen hierzu eingehen. Und zwar haben wir jetzt noch ein paar offene Fragen. Der Horst hatte noch auf Tool-Doku von VoteAR hingewiesen. Gibt es datenschutzrechtliche Bedenken, wenn ich die erstellte Poll auf die Website einbette? Nein, ja, eigentlich nicht, weil, wie gesagt, die Umfrage selbst ist, das Tool ist datenschutzkonform und ich kann das ganze Teil per iFrame in meine Webseite mit einbinden. Und das Einzige, worauf ich eben achten muss, ist, wenn ich Inhalte hochlade in Form von der Abfrage, wie auch immer, dass ich über die entsprechenden Bild- oder Urheberrechte verfüge. Das ist eigentlich alles, worauf wir immer achten müssen. In welchen Zusammenhängen sollte diese Abstimmung genutzt werden? Während einer Veranstaltung? Das geht natürlich auch während einer Veranstaltung oder vor einer Veranstaltung. Ich, wie gesagt, nutze das PolUnit als Feedback zum Beispiel auch für die Webinare. Das heißt, jeder, der jetzt hier teilnimmt, wird, sobald die Aufzeichnung online ist, eine E-Mail von mir bekommen mit dem Link zur Aufzeichnung und auch der Bitte, ein kleines Webinar-Feedback auch zu geben. Und das ist dann einfach auch ein Sterne-Feedback, was ich hier drüber aufgebaut habe. Oder halt, ich sag mal, das kann man aber auch live in Veranstaltungen mit einsetzen. Da ist der Kreativität eigentlich auch keine Grenzen gesetzt.
Besteht über PolUnit die Möglichkeit, mit mehreren Auswahlmöglichkeiten zu arbeiten, also in Form einer Umfrage, mit der Umfragefunktion, die noch kommen wird? Also das ist ja das, was in Planung wird. Was machbar ist, ist, wie gesagt, Ideensammlung, Abstimmungen oder eben auch Freitext in Tabellen. Aber die Umfragen, wie man das jetzt Terminabfragen aus Doodle, das ist jetzt noch nicht möglich. Darf ich da ganz im Chat kam jetzt gerade die Frage, warum machst du das dann nicht mit dem Umfragetool von Zoom? Und da kann man, glaube ich, gerade sagen, du hast eben gesagt, dieses Stichwort Freitext-Antwort. Bei Zoom gibt es nur die Möglichkeit, Multiple- oder Single-Choice-Aufgaben zu stellen, also reines Klicken. Und das Schöne ist ja aber eigentlich, wenn man Freitextaufgaben hat. Also Feedback zu bekommen ist ja eigentlich das, also gibt es ja auch verschiedene Arten, da können wir ja nachher nochmal ganz kurz hinschweifen. Und da ist ein Punkt, glaube ich, ein Vorteil von PolUnit, frei Antworten zu haben. Genau. Also man muss sich auch immer klar machen, die Dienste, die wir hier vorstellen, das sind auch nur jetzt drei Dienste unter vielen. Und ich denke einfach, dass wir in unterschiedlichen Szenarien einfach auch unterschiedliche Dienste auch einsetzen können sollten, so auch müssten. Ich nutze auch gerne die Abfragefunktion in Zoom für kleine Zwischenabfragen während eines Webinars oder während einer Veranstaltung. Wie geht es euch gerade? Befindlichkeiten, kennt ihr das schon? Das ist einfach schnell eingerichtet, funktioniert gut. Allerdings für ein Feedback, wirklich, wo es um Inhalte geht, wo ich auch ganz gezielt auch nochmal fragen möchte und auf Freitext antworten möchte. Und da ist mir das Abfragetool nicht umfangreich genug. Und nach meinen Erfahrungen nehmen genauso viele Leute im Anschluss einer Online-Veranstaltung über das Zoom-Abfragetool nicht teil wie über ein anderes Abfragetool. Also das heißt, man denkt ja auch, okay, wenn man jetzt ein anderes Abfragetool nimmt, was jetzt nicht in die Konferenzsoftware eingebaut ist, da gehen Leute verloren. Das ist nach meiner Erfahrung nicht so. Also egal, welches Tool ich nutze, es sind im Prinzip vielleicht 30-40% der Teilnehmer, die ein Feedback hinterlassen. Viel mehr sind das dann auch nicht. So, gibt es irgendwo eine Übersicht online, welche Tools es alles gibt? Da empfehle ich einfach mal einen Blick, und zwar bei uns in den Blog Erwachsenenbildung-ekhn.blog. Dort haben wir auch die ganzen, ich sag mal, Tools vorgestellt, die Aufzeichnung der Edu-Talks. Da wird man auf jeden Fall auch fündig. Das wird in der Follow-up-E-Mail auch nochmal darauf hingewiesen. So, dann würde ich sagen, Annika, die restlichen Fragen werde ich jetzt im Chat beantworten und würde dir dann jetzt einfach nochmal die Gelegenheit geben, auf Onkosprechen zu kommen, dass wir danach nochmal vielleicht 20 Minuten haben, wo wir die Leute mit dazuschalten können, die Interesse haben. Ja, danke. Genau, Onko. Onko schreibt sich O-N-C-O-O. Onko ist ein Tool, das ursprünglich für den Unterricht an berufsbildenden Schulen in Osnabrück entwickelt worden ist. Das heißt, es ist eher schulisch gedacht. Trotzdem sind die Möglichkeiten, die man hat, total super, weil es unterschiedliche Optionen gibt. Die zeige ich gleich auch nochmal. Grundsätzlich ist es also ein Methoden- oder Werkzeugkasten, ähnlich wie PolUnit, allerdings für Feedback und Reflexion und Evaluation. Auch das ist kostenfrei, bedarf keiner Anmeldung oder Registrierung. Die haben auch auf ihrer Website ganz klar und deutlich geschrieben, was sie mit den Daten machen, beziehungsweise dass sie keine Daten erheben und warum. Ist damit also EU-DSGVO-konform, funktioniert auf Tablets, Smartphones und Computern. Genau, ich teile mal eben wieder meinen Bildschirm und dann können wir das vielleicht ein bisschen einfacher sehen. Genau, das hier ist quasi die Startseite von Onko. Man sieht hier, dass es fünf verschiedene Möglichkeiten gibt, also eine Kartenabfrage. Das wäre quasi, wenn man in einem Format sowas wie Metaplan-Karten sammeln möchte, dann kann man das machen über das Tool. Es gibt eine Art Helfersystem, das macht natürlich dann Sinn. Also da merkt man das Schulische vielleicht, wenn es Leute gibt, aber das kann man auch übertragen, wenn es Leute gibt, die schon was wissen, andere Leute, die an etwas arbeiten, dass man da so ein Matching machen kann, dass sie sich gegenseitig helfen können. Lerntempo-Duett ist auch noch mal was, wo man hin und her ein bisschen spielen kann quasi. Placemat kann man auch noch mal sich zu bestimmten Themen sortiert unterhalten.
Und die Zielscheibe, auf die würde ich heute ganz gerne eingehen, ist das klassische, letztendlich Klebepunkte machen, online, auch in Echtzeit. Das funktioniert, finde ich, ganz gut, wenn man gerade eben eine Veranstaltung macht, ob das jetzt hier über Zoom oder über ein anderes Tool ist oder auch eine tatsächlich kohlenstoffliche oder wie man das jetzt korrekt nennt, Veranstaltung, dann funktioniert das auch. Vielleicht können wir das einfach mal ausprobieren. Und zwar teile ich dazu jetzt nochmal einen anderen Bildschirm, wobei das brauche ich. Doch, teile ich doch nochmal einen anderen Bildschirm. Ups, jetzt hängt sich gerade mein Computer auf. Ja, man merkt irgendwie, es geht Richtung Wochenende, ne? Also es hängt viel, es funktioniert nicht alles. Genau, ich bin noch zu hören. Ja, nur dein Bild, das stockt. Genau, und bei mir hat sich der Rechner gerade aufgehängt. Das heißt, vielleicht könntest du mir helfen und in den Chat schreiben, onco.de. Ja. Dann können alle auf die Seite gehen und es wird gefragt, ob man Schüler oder Lehrer ist. Da auch merkt man wieder den schulischen Aspekt. Bitte Schüler anklicken, da wird man um einen Code gebeten. Und da bitte ich einzugeben YRNE. Ja, warte, ich gehe mal gerade selber bei mir mit dem Browser rein und gebe den dann frei und dann können alle das in der Aufzeichnung nachher auch dann hier sehen. Ich beende daher mal dein Screensharing. Ja. So, onco.de hast du gesagt, genau, hier ist jetzt die Codeübersicht Lehrer und Schüler. Was gebe ich jetzt hier ein? YRNE. RNE, das ist jetzt ein Account oder eine Umfrage, die du erstellt hast. So ist es. Ich bin jetzt, glaube ich, auch fast wieder da. ja, und es kommen schon ganz viele Punkte. Vielleicht, genau. Tobias, genau, sieht man meinen Bildschirm noch oder sieht man jetzt deinen Bildschirm? Das ist jetzt mein Bildschirm. das ist heute echt ein bisschen. Also wenn du wieder da bist, dann beende ich gerne und gebe dir deinen Bildschirm frei, ja. Jetzt ist die Annika ganz weg. So, ich darf darauf hinweisen, das ist live, genau. Okay, Annika. Ja, Annika ist weg. Ich würde jetzt vorschlagen, um die Zeit zu überbrücken, bis Annika wieder da ist. Ich beende jetzt einfach mal jetzt die Freigabe, dass wir den Teil des Gespräches jetzt einfach mal vorziehen. Also, ihr alle habt unten in der Navigationsleiste, habt ihr eine Hand zu melden, eine blaue Hand. Und so. Jeder, der jetzt gerne mit als Diskussionsteilnehmer und Webcam mal mit dazukommen möchte, kann jetzt gleich mal kurz die Hand heben. Und dann werde ich euch zu Diskussionsteilnehmern machen, dass ihr per Webcam und per Mikrofon mitsprechen könnt. Und ich sehe, Annika ist jetzt wieder da. Ich bin wieder da, ja. Ich bin einmal rausgeflogen. Wunderbar. Dann mach du doch jetzt gerade mal dein Onco-Teil fertig und ich werde diejenigen, die jetzt wollen, per Video jetzt einfach mit dazu schalten. Wunderbar. Dann teile ich jetzt noch mal eben meinen Bildschirm und danke euch ganz herzlich für das fleißige Antworten. Man sieht hier unheimlich schön, dass es sich jetzt ganz viel gesammelt hat. Das heißt, man kann Onco sehr leicht nutzen und das hätte ich jetzt gerne gezeigt, da bin ich aber dann rausgeflogen. Ich sehe das, also wenn ich den Bildschirm dann teile oder wenn man das auch grundsätzlich teilt, dann sieht man das eben live. Also das heißt, man sieht, wie die Punkte reinfliegen. Auch das ist bei den anderen Optionen von Onco auch möglich. Sie sehen das jetzt auch, es kommen immer mehr Punkte dazu. Und das ist sehr schön, um einfach nochmal eine bisschen differenziertere Auswertung zu bekommen. Das ist eben, wie gesagt, bei den anderen Optionen von Onco auch so. Also es lohnt sich da wirklich einfach mal reinzuschauen. So, dann beende ich jetzt hier mal das Bildschirm teilen und wir haben ja jetzt ganz viele Gäste. Ja, genau. Ich würde euch einladen, wenn ihr jetzt Lust habt, aktiviert eure Webcam und wenn ihr einen Beitrag habt, sind wir sehr gespannt darauf. Der Christian Thiele ist da, wunderbar. Christian, ich würde dir direkt das Wort geben. Guten Morgen. Ja, guten Morgen hier aus Garmisch-Partenkirchen, ganz im Süden. Erstmal ganz herzlichen Dank an euch beide, was ihr da macht und wie ihr das macht, ist für mich super hilfreich und ganz toll. Vielen Dank, großartig. Eine Erfahrung von mir und eine Frage an euch.
eine Erfahrung von mir. Ich arbeite auch gern mit Breakouts mit Jitsi. Das Coole an Jitsi finde ich erstens, dass es super einfach ist, um Leute sozusagen in Breakouts zu bringen. Und das Zweite, was ich toll daran finde, ist, dass die dann damit auch weg können vom Rechner und auch mal ein bisschen Bewegung kriegen und in einen anderen Raum gehen. Von dem her würde mich das auch interessieren. Was haltet ihr davon? Und ansonsten wäre meine Frage, was sind denn für euch jetzt so die Vorteile dieser Tools, die ihr vorgestellt habt, gegenüber Menti, wie heißt das andere, weit verbreitete Polling-Tool? Ja, genau, Slido. Mhm. Genau. Danke. Vielleicht antworte ich auf die letzte Frage direkt. Ja. Vorteile von diesen Tools sind, dass sie datenschutzrechtlich also konform sind. Das ist bei Menti auch und bei Slido allerdings, und das finde ich ist jetzt, also jetzt unabhängig, oder bei PollUnit gibt es eine kleine Möglichkeit, das kostenfrei zu nutzen, die Möglichkeit, Mentimeter kostenfrei zu nutzen. Da kann man, glaube ich, 5 Folien nehmen. Ja. Ist also relativ beschränkt. Das finde ich ist so zum Beispiel ganz schön, dass an Onco und an Doja, dass man da eine andere Möglichkeit hat. Und dann natürlich so Hybridmethoden, wie du sie vorgeschlagen hast, mit Breakout-Sessions finde ich immer großartig, weil du dann was aufbrechen kannst und man eigentlich nochmal viel intensiver in Kontakt treten kann. Ich glaube, die Umfragetools sind dann super, wenn man jetzt, wie jetzt, vielleicht häufiger Online-Formate hat, in denen die Möglichkeiten von einer quasi einer Runde in einem Stuhlkreis, wie man es sonst hat, nicht so gegeben sind und so aber trotzdem versuchen kann, möglichst viel Feedback einholen zu können. Danke. Genau. Nee, also ich will da einfach nochmal kurz ergänzen. Ich will jetzt gar nicht zu dem Punkt kommen, zu sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter, sondern alle sind in irgendeiner Form anders. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass wir, ich sag mal, so eine Vielzahl einfach kennen und uns nicht so auf eine Sache festlegen, sondern uns einfach auch den Funktionen, den Optionen auch bewusst sind, dann einfach auch entscheiden können, was wir nutzen. Nein, ganz klar muss es natürlich davon ausgehen, was ist mein Ziel? Ne? Also was möchte ich eigentlich? Und dann ist es super, wenn man diese Liste hat. Ich glaube, das ist immer die Grundfrage, die man sich stellen muss. Was will ich eigentlich? Was möchte ich mit dem Feedback? Was sind meine mehreren Ziele dahinter? Ja, Annika, ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. Eine andere ganz wichtige Frage ist auch, was ist so das Niveau und das Level der Teilnehmenden? Genau. Genau. Und da so eine gute Balance zu finden zwischen dem Antrieb, möglichst viel Feuerwerk abzubrennen und möglichst viel Abwechslung zu schaffen, was ja, glaube ich, im Virtuellen extrem wichtig ist. Und auf der anderen Seite irgendwie keinen Technikstress zu evozieren oder den vorhandenen Technikstress irgendwie zu verstärken. Mhm. Das ist so ein Spannungsfeld, mit dem ich immer wieder zu tun habe. Ja. Wow. Auf jeden Fall. Und da ist halt hilfreich, Alternativen einfach auch zu kennen, um auch die verschiedenen Zielgruppen ansprechen zu können. So, ich würde jetzt mal das Wort weitergeben. Jürgen, Achim, Viktoria und Christine, ich grüße euch alle. Habt ihr konkrete Fragen oder Anmerkungen? Christine. Ich gehöre zu denjenigen, die so gut wie keine Ahnung davon haben und merke, dass ich dann auch teilweise verwirrt bin, so viel auf einmal lernen zu müssen. Gibt es ein Tool, wo ihr sagt, das ist für Anfänger eigentlich, damit kommt ihr gut vorwärts, um Erfolgserlebnisse zu haben, bevor ihr euch dann auf die anderen Sachen stürzt? Glaube ich, kommt wieder darauf an, was möchtest du. Ne? Also soll das ein Feedback sein zu einer Veranstaltung, also wo es vielleicht quantitativ ausreicht oder was ist da, glaube ich, dein Ziel? Und dann, glaube, also das ist ja so der erste Schritt für mich eigentlich in der Frage, weil ich bin ganz bei dir. Also das ist auch, ich finde, oder manchmal schaut man dann lauter Tools an und sieht den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht mehr, ne, weil das so viel ist. Und da einfach in Ruhe zu überlegen, was brauche ich, was würde ich vielleicht in einem Kontext machen, den ich kenne und was sind meine Ziele. Und dann zum Beispiel, ich empfinde Onco als sehr einfach, als sehr gut verständlich für den Anfang. Danke. Kennt ihr noch Tools, die gut sind für Fortbildungen? Also ich weiß nicht, ich halte jetzt eigentlich wenig Fortbildungen, also vielleicht einmal zweimal im Jahr oder so. Gibt's da Tools, wo man irgendwie so Mindmaps hat und eben halt diese Polls machen kann? Also einfach, wo man quasi so in der Arbeit kurz was machen kann, was einfach ist,
was leicht verständlich ist für Leute, die nicht so oft Medien nutzen. Ja, ist halt viel, also ich sage mal, je umfangreicher die Tools sind und je mehr sie können sollen, desto, ich sag mal, mächtiger sind sie dann natürlich auch in der Anwendung. Ja. Es gibt diverse Tools, also auch mit Mindmaps zu arbeiten, über MindMeister oder also wirklich als reines kollaboratives Mindmapping-Tool. Oder auch wirklich große Geschütze wie Miro. Aber da muss man sich halt selber auch einarbeiten. Und das ist halt, ich sag mal, schon eine Anforderung an Bildnerinnen und Bildner. Ich vergleiche das auch immer, ich sag mal, mit den analogen Settings. Wenn ich sag mal, vor einer Gruppe stehe und dort ein Flipchart und einen Moderationskoffer und alle erdenkbaren Möglichkeiten der Webinar- oder Seminargestaltung habe, aber keine Ahnung habe, wie ich das einsetze, dann bin ich genauso aufgeschmissen, wie wenn ich vor so einem digitalen Tool sitze. Also von daher, das sind einfach Kompetenzen, die wir vielleicht in anderer Form durch unsere Ausbildung im analogen Bereich haben, aber wo wir jetzt gucken müssen, wie findet das im digitalen Bereich auch statt. Ansonsten, wie gesagt, würde ich einfach empfehlen, wir haben bei uns hier Erwachsenenbildung ekhn.blog, wir haben ja ganz viele Talks auch zu diesen Themen. Wir stellen dort auch sehr viele Beteiligungs-Feedback-Tools vor, Webinar-Tools und Seminar-Tools. Schaut da einfach mal in die Mediathek rein. Das kann vielleicht so als Übersicht mal ganz hilfreich sein. Und ich glaube, sonst ist tatsächlich auch so ein bisschen das, einfach das Ausprobieren. Also dazu möchte ich ganz doll ermutigen. Das macht auch Spaß, einfach mal was auszuprobieren. Und das sind Sachen, die Tools, die sind so aufgebaut, dass man da nichts kaputt machen kann. Dann kann man es wieder von vorne anfangen und einfach auszuprobieren, zu schauen. Das ist ja auch gerade im analogen Setting zum Beispiel, auch probiert man ja auch manchmal eine Methode aus, die man vielleicht noch nicht so kennt, oder man sieht wo eine und findet die total klasse und nimmt die mit. Und ich glaube, das ist... kann man genauso auch mit digitalen Tools machen. Das ist also genau dasselbe. Und dann gibt es immer Punkte, da ist man vielleicht kurz ein bisschen unsicher, aber dann kann man sich da nochmal Informationen zu holen. Also da einfach die Ermunterung auszuprobieren und mit sich selbst fehlertolerant zu sein. Ja, also ich glaube, das Fehlertolerant, das ist es einfach. Also ihr seht jetzt gerade heute, da ist echt irgendwie der Wurm drin in der Internetverbindung, in den Serverlandschaft. Fehler passieren einfach. Und in solchen digitalen Settings fallen sie halt auf, vor allen Dingen, wenn sie auch aufgezeichnet werden. Aber mein Gott, ich hatte auch schon Veranstaltungen, da war die Batterie vom Mikrofon leer und ich habe ein paar Minuten gesprochen, ohne dass mich jemand verstanden hat. Sowas passiert einfach. Ja, da ermutige ich einfach auch zu einer neuen Fehlerkultur und ich erlebe es, dass viele interessierte Menschen unheimlich tolerant gegenüber solcher Fehler sind, weil wir alle jetzt gerade vor so einer Herausforderung stehen, Digitalformate zu erproben. Und deswegen ermutige ich, wie die Annika auch gesagt hat, einfach auszuprobieren, einfach mal machen und vielleicht auch im geschlossenen Kreis und erste Schritte zu wagen. Denn ja, man kann nicht schwimmen lernen, ohne nass zu werden. Jürgen und Achim sind noch mit da. Achim, ich würde dich jetzt mal dran nehmen. Das Mikrofon. So. Habt ihr euch mit dem Umfragetool von Moodle mal beschäftigt? Wir hatten von wem? Also ich arbeite an einer Schule und wir hatten gestern eine Fortbildung und ich habe gesehen, also da gibt es auch ein Umfragetool, was man nutzen kann. Hat das eure Wege schon mal gekreuzt? Weil das wäre auch so eins, wo ich dann denken würde, irgendwie wenn das da in dem umfangreichen Moodle-Werkzeugkasten drin ist, dann ist das vielleicht ganz sinnvoll. Also Moodle kenne ich. Das Moodle-Umfragetool ist mir so, also jetzt, dass ich mich wirklich mit auseinandergesetzt habe, noch nicht über den Weg gelaufen. Aber es ist natürlich großartig, wenn man eh eine Plattform hat, auf der man ist, da auch das eigene Tool zu nutzen. Also das ist ja irgendwie kongruent dann mit der Veranstaltung. Ja, also ich denke, wahrscheinlich wird es auf zwei Sachen rauslaufen, wenn ich sag ich mal, Schüler Aufgaben stelle oder mit ihnen kommuniziere über Moodle, dass ich dann eine Umfrage auch dann über den gleichen Kanal laufen lasse. Mhm. Und wenn ich aber mit ihnen vielleicht eine Zoom-Konferenz habe, dann nehme ich irgendwas anderes.
Genau, ich glaube, man kann da immer schauen, wie es, also was dann passt, also und ob einem zum Beispiel das Suchen-Umfragetool reicht oder ob man einfach, weil man freie Textantworten haben will, in ein anderes geht oder so. Also da muss ich, glaube ich, die Offenheit behalten. Aber sonst finde ich, ist es immer schön, tatsächlich in demselben Tool zu bleiben. Eine zweite Frage hätte ich noch. Wir haben Arbeit mit Feedbackbögen an der Schule. Im Moment ist das also schlicht Papier, also auch so eine Zielscheibe Papier. Und da sind dann aber sozusagen, also das sind so unterschiedliche Bereiche auf der Zielscheibe, wo dann quasi so wie Tortenstücke, wo dann jeweils Punkte zu unterschiedlichen Fragen vergeben werden können von bis. Ist das auch in Onco darstellbar? Also das war jetzt sozusagen eine Frage in einer Zielscheibe. Kann man auf einer Zielscheibe halt auch irgendwie 4, 6, 8 Fragen abbilden? Ja. Das ist möglich. Also ich weiß gar nicht, wo die Torte endet. Eine normale Torte zum Essen, glaube ich, bei 12. Aber ich weiß nicht, wo die Onco-Torte endet. Das muss ich mal ausprobieren. Aber man kann auf jeden Fall mehrere Fragen abbilden. Das ist gut, prima, weil dann können wir nämlich solche Sachen auch mal in digital übertragen. Hm. Okay, danke schön. Jürgen? Ja, ich habe aber gar keine ganz konkrete Frage. Ich hatte mich jetzt zugeschaltet, um auch mal noch mehr Leute zu sehen. Ist heute das erste Mal, dass ich sowas mitmache. Wir planen halt eine Veranstaltung, die analog hätte stattfinden sollen im Frühjahr. Und da bin ich eher auf der Suche nach so Sachen. Ja, also es ist zwar auch ein Webinar, aber das wird halt, da geht es um Abstammungsrecht, da geht es also um soziologische, um juristische, sozialethische Sachen. Da bin ich eher auf der Suche nach Sachen. Ich habe auch schon mal mit Menti irgendwas gemacht oder mitgemacht, die halt ein bisschen auflockern, sage ich mal so. Also jetzt gar nicht so sehr, was meint ihr dazu, dass man dazu, sondern auch so ein, das wird dann irgendwie 6 Stunden oder 4 Stunden oder 5 Stunden mit Workshops stattfinden. Das heißt, da finde ich, ist es auch wichtig, dass man auch zwischendurch mal, ja, wohl eine Abfahrt, aber auch ein bisschen was Lockeres, was Lustiges, also was, damit die Leute auch mal ein bisschen vielleicht in Bewegung oder auch in was anderes sehen, weil das ist, sonst ist es sehr anstrengend. Ich empfinde übrigens auch, heute geht ja eine Stunde, aber ich habe auch schon einige Videokonferenzen per Zoom gemacht. Ich finde das sehr, sehr auch inhaltsvoll, sag ich mal. Weil das ist, ich kenne halt, ne, sonst bei Sitzungen, Tagungen, der schweigt man. Also das heißt, die Frage wäre an einen von euch, welches Tool würdet ihr da am ehesten empfehlen? Also ich will nicht sagen, das ist Quatsch, aber so ein bisschen, wo so ein bisschen, ja, vielleicht, wo es ein bisschen lustiger wird. Den lustigen Content muss man ja mal selber präsentieren, ne? Aber nee, ich glaube, da ist PollUnit tatsächlich ganz schön, ne, Tobias? Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten zum so schnell abstimmen. Ganz, ganz schnelle Sachen lassen sich ja über die Abfragetools der einzelnen Videokonferenzprogramme ja auch bewerkstelligen. Und ansonsten ist das einfach ein methodischer Kniff, gar nicht so an die Technik gebunden. Also ich hatte jetzt zum Beispiel die letzten Tage eine Fortbildung gegeben, komplett online. Und wir haben dann natürlich auch mit einer Auflockerung, mit einem kleinen Spielchen angefangen. Und Kleingruppe, alle dann Webcam ausgeschaltet, dann Quiz, ein bisschen Gamification-Quiz gemacht. Wer die Antwort wusste, hat dann seine Kamera eingeschaltet. Und wer dann zuerst da war, und dann saßen sie da alle. Und dann kann man auch durch so eine Art Fragen-Antwort-Quiz schon ein bisschen Auflockerung mit reinbringen. Also das ist dann auch eher eine methodische Sache. Corinna, ich grüße dich. Hallo. Hast du eine Frage? Nein, nicht eine Frage. Ich wollte zu Moodle was sagen, weil mit dem arbeite ich. Ja. Also wir haben Feedbackbögen in Moodle umgearbeitet und die sind super auszuwerten. Also nur so, ich ermuntere jeden, der Moodle-Möglichkeiten hat, das durchaus zu nutzen, sich gut anzugucken. Es gibt ja verschiedene Sachen, wie man Umfragen starten kann, aber ich habe damit gute Erfahrungen. Das wollte ich dazu sagen. Und zu Auswertungen, die vielleicht Spaß machen, also wir versuchen das gerade bei uns in der Akademie auch, also wir versuchen das auch wirklich mit das ist jetzt Mitte, naja, war nicht so toll und das war jetzt ganz toll und das war schlecht, oder mit Aufstehen, dann sieht man auf einmal den Kopf von den Leuten immer, sondern nur den Bauch. Also man kann durchaus auch mit körperlichem Einsatz, auch wenn es dann lustig aussieht, wenn man nur eine Bäuche von den Leuten sieht oder so, durchaus auch ein bisschen Spaß in so eine Konferenz bringen und Bewegung, damit man nicht nur den ganzen Tag blöd in die Kamera reinstirbt. Das war nur so mal als Ideen
aus meiner Welt. Super. Der nächste EduTalk zu Warm-Ups in Online-Veranstaltungen. Klasse, Dankeschön. Okay, nee, dann, wenn das erstmal so an den Kommentaren war, würde ich jetzt einfach nochmal das Frage- und Antwort-Tool, ich sag mal, durchgehen. Ah, der Jörn, der meldet sich noch. Holen wir den nochmal dazu als letzten Beitrag. Und dann haben wir noch 5 Minuten für die letzten Fragen. So, wo ist der Jörn? Hallo, Jörn? Ja, ich bin da. Ich bin da. Okay. Wir arbeiten recht viel mit Jugendlichen und machen Online-Seminare, die teilweise über mehrere Tage gehen. Und wir haben immens viel gute Erfahrungen gemacht, es immer wieder aufzulockern. Wir haben mit Jugendlichen eine Roomtour gemacht. Das heißt, die haben abwechselnd ihre Kinder, also Kinder in bitte als ihre Jugendzimmer vorgestellt. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Bewegungsspielen. Das heißt, sucht eine Seife. Und der als erstes halt da war, hat sie in die Kamera gehalten. Und das sind tatsächlich Elemente, die gerade so längerfristige Zoom-Meetings wirklich oder Webinare gut auflockern können. Und da wäre ich, an solchen Methoden wäre ich auch echt nochmal interessiert, was es da für einfache Dinge gibt. Also wenn es mal um einen Vorschlag für ein neues Seminar bei euch geht, das fände ich sehr interessant. Ja, nehme ich gerne entgegen. Vielen Dank dafür einfach. Ja, einfachster Weg, dort informiert zu werden, unseren Newsletter zu abonnieren bei uns im Blog und dann sind da auch die ganzen Hinweise drin. Und ich hätte jetzt schon wieder dieses böse W-Wort gesagt, Webinar, weil jetzt ist natürlich auch eine Frage bei den Fragen- und Antwort-Tools von der Nora. Wir haben den Hinweis bekommen, dass der Begriff Webinar markenrechtlich geschützt sein soll. Heute wird er aber weiterhin verwendet. Habt ihr dazu aktuelle Infos? Ja, das ist in der Tat so. Und allerdings ist er schon seit 2003 geschützt, markenrechtlich. Und ich weiß das auch erst seit 2-3 Wochen. Und unsere Juristin von der Landeskirche empfiehlt auch, diesen Begriff nicht mehr zu nutzen. Ich bin jetzt wahrscheinlich noch in so einer konditionierten Abgewöhnungsphase, dass ich den Begriff trotzdem immer noch wieder sage. Er hat Webinar gesagt, aber letztendlich, ja, es besteht ein markenrechtlicher Schutz. So, gehen wir die Fragen nochmal alle durch. Hier haben wir, wie kann ich das Ergebnis von Onco allen zur Verfügung stellen und ist die Onco-Zielscheibe nur durch den Lehrer aufzurufen und lässt sich das Webinarergebnis als Datei dokumentieren? Also man kann, also es ist einfach zu speichern, macht man, glaube ich, einen Screenshot, dann ist es da, aber es sollte auch wieder zu erreichen sein, ich muss mal gerade überlegen, ja, wenn man einfach wieder diesen Code eingibt, also diesen vierstelligen, der wird immer zufällig neu gemacht, wobei es da sicherlich auch irgendwann der Code abläuft, aber deswegen das Sicherste zur Dokumentation ist immer einen Screenshot zu machen. Genau, okay, wunderbar. So, der Wunsch nach Auflockerung und Verbinden, da höre ich relativ viel und ich sehe den Bedarf und ja, ich werde mal gucken, dass wir nach der Sommerpause vielleicht noch eine Veranstaltung dazu hinkriegen. Allerdings sehe ich auch in dem Chat einen ganz, ganz wichtigen Satz, nämlich vergesst eure Offline-Kompetenz nicht. Ich merke nämlich, dass sehr viel, was wir digital anbieten, dem analogen Formaten ähneln, also auch an Moderation, an Gruppendynamik. Sie sind erstmal anders, aber sie ähneln. Und auch in den analogen Formaten haben wir Warm-ups, wir haben Methoden, kleine irgendwie Prozesse, um die Gruppenprozesse und auch die Ereignisse in einer Gruppe zu fördern, auch zu aktivieren. Und vieles davon lässt sich sehr, sehr simpel umsetzen. Wie Jörn vorhin gesagt hat, irgendwie geh mal ein Stück Seife oder sowas holen. Also ich glaube, da ist jeder in seiner Kreativität einfach auch mal gefragt. Und ich glaube, da steckt in jedem von uns durch die vorhandenen Moderationskompetenz sehr, sehr viel schon drin. Aber ich nehme den Vorschlag gerne auf, dass wir nach dem Sommer vielleicht auch nochmal eine Veranstaltung dazu machen.
Wer dazu tolle Ideen hat, kann sich gerne bei mir melden. Wie gesagt, ich bin ja nicht nur der Geber, ich profitiere auch immer unheimlich viel von solchen Veranstaltungen. Und wenn jemand Lust hat, dazu etwas anzubieten und eine Plattform sucht, meldet euch einfach bitte bei mir. Okay, dann haben wir noch so nochmal die Veranstaltung-Warm-ups. Veranstaltungs-Warm-ups, das scheint ja ein tolles Thema zu sein. Ist die Onko-Zielstudie, nee, das hatten wir ja auch schon. Dann kann ich vielleicht noch mal dazu genau. Auch was sagen zu den Online- und Offline-Kompetenzen. Ja, bitte. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, so geht es mir manchmal, wenn ich jetzt so an verschiedene Online-Möglichkeiten, Tools denke, dass ich wirklich manchmal untergehe, weil ich gar nicht weiß, also es gibt zigtausend Möglichkeiten. Und manchmal lasse ich mich auch mitreißen, weil das spricht mich so sehr an, dass ich denke, Mensch, das ist so klasse, das muss man auf jeden Fall machen. Und dann kennt man ja von anderen Dingen vielleicht manchmal auch. Und wenn man dann noch einmal wirklich drüber nachdenkt, ist man vielleicht, naja, vielleicht passt es da jetzt doch nicht so ganz. Und ich glaube, das ist wirklich auch so ein Punkt, wo man die Offline-Kompetenz, die man sonst so hat, also die Kompetenz zu überlegen, okay, was setze ich gezielt, wie, wann in meiner Veranstaltung um. Und genauso ist es dabei auch. Und es ist natürlich, ist online ein anderes Medium. Und ich glaube, wenn man da einmal es ist anders als offline. Trotzdem, wenn man einmal, glaube ich, da sich umgeschaut hat und sich einigermaßen wohlfühlt, dann findet man ganz, ganz viele Ideen. Da kommen auch die ganzen Ideen wieder, die Sache mit der Seife holen und sowas. Also das sind letztendlich ja auch so Wettbewerbsspiele, die man sonst auch vielleicht hat. Also finde drei Steine, einen roten, einen grünen, einen gelben, ich weiß nicht, ne? Aber das sind so Punkte. Und die kommen dann einfach wieder, wenn man so ein bisschen sich sicher fühlt. Und ich glaube, da braucht es einfach, dass man einfach mal reinschaut, sich umschaut und keine Angst haben muss, dass man das alles verstehen muss, sondern einfach Lust hat, was zu gestalten. Okay, super. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt auch noch relativ durch mit den Fragen. Es kam jetzt vom Joachim nochmal die Bitte, den Unterschied zwischen Menti und Slido zu erklären, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drin in beiden Programmen und das ist jetzt hier leider auch nicht Thema. Von daher, vielleicht findet sich ja gleich über den Chat noch jemand als Gesprächspartner, dass wir den Raum hier gleich noch ein bisschen aufrechterhalten. Ja, ansonsten wären wir jetzt soweit auch durch mit den Fragen. Es ist jetzt auch 11 Uhr. Die Stunde haben wir jetzt erfolgreich mit einigen kleinen Ladefehlern und Ladehemmungen auch durchbekommen. Dir, Annika, herzlichen Dank für das Einbringen, für deine Kompetenz und die Dienste, die du vorgestellt hast. Ich glaube, die bringen auf jeden Fall alle weiter. Es wird auf jeden Fall eine Aufzeichnung geben. Wir nehmen das Ganze hier auf, entweder im Laufe des Tages oder spätestens Anfang nächste Woche. Dann wird es auch an alle, die hier teilnehmen, eine E-Mail nochmal geben mit dem Link zur Aufzeichnung, einigen Informationen dazu. Und wie gesagt, wer Interesse hat, weiter informiert zu werden, einfach unsere Facebook-Seite abonnieren oder auch den kostenlosen Newsletter, ist alles über unseren Blog hier unten erreichbar. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs Diskutieren, fürs Einbringen, fürs Teilnehmen. Habt noch ein schönes Wochenende, bis zur nächsten Veranstaltung und macht's gut, bis bald. Tschüss.